So, jetzt muss ich euch was zeigen. Das ist mein Stiefel. Und der ist leer. Und dass der leer ist, hat mit euch zu tun. Ihr habt mir nichts reingemacht. Was für ein enttäuschender Nikolaustag, wo ihr mir nichts reingestellt habt. Ah, oh, das ist ja der Wahnsinn. Ey, vielen, vielen Dank. Auf euch kann ich mich verlassen. Kathi, vielen Dank. Jetzt bin ich so, also ich weiß, muss ich auch nicht mehr weiter predigen. Aber ich habe ihn ja auch, vielleicht war es deswegen, dass ich den jetzt auch so gezeigt habe. Und dann kann man auch beschenkt werden, oder? Wenn man ihn zeigt, wird man beschenkt. Ich habe ihn ja ehrlicherweise auch gar nicht rausgestellt. Denn wer glaubt denn noch an sowas? Wer hat ihn rausgestellt von euch? Hat jemand einen Stiefel rausgestellt heute Nacht? Nein, nicht rausgestellt. Ist jemand beschenkt worden trotzdem? Jawohl, trotzdem, so wie ich gerade eben. Sehr gut, Wahnsinn. Aber normalerweise, wenn man nichts rausstellt, wird man halt auch nicht beschenkt. Wann habt ihr aufgehört, daran zu glauben, so an Nikolaus? 5? Wenn ihr 5 wart vielleicht, dann, also meine Kinder haben mit 5, glaube ich, echt noch, also ich weiß nicht, ob das ein Pastor sagen darf, aber ich glaube, mein Jüngster, der hat mit 5 noch daran geglaubt. Und ich finde, wir haben da einen richtig großartigen Job gemacht, dass wir das so lange durchgezogen haben, dass der mit 5 noch glaubt, dass da irgendjemand kommt und das nicht die Eltern waren, zumindest. Und ich finde, da haben wir echt einen guten Job gemacht. Inzwischen, heute ist es 7, hat er darüber gelacht, als ich das versucht habe, heute nochmal zu erwähnen. Und so, ja, hey, ich weiß Bescheid, Papa und so. Wann hast du aufgehört, daran zu glauben? Vielleicht mit 5 oder so? Das ist doch ein einziger Schwindel, was ihr da macht. Und leider gibt es unfassbar viele, die ganz genau so, für die das die ähnliche Erfahrung ist, für die gleiche Kategorie ist, die genauso vom Glauben auch reden. Das ist doch ein einziger großer Schwindel. Dass ihr die Stiefel vor die Tür stellt, das fühlt sich genauso für mich an, wie dass Kinder die Stiefel vor die Tür stellen, es fühlt sich genauso an, wie wenn ihr betet. Das ist doch ein Schwindel, das ist doch eine Einbildung, das ist doch, ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Vielen geht das so, die christlich aufgewachsen sind, die vieles geprägt wurden auch und denen das erzählt wurde, immer wieder neu erzählt wurde auch, zu sagen, hey, da ist jemand, der hört dich und der ist für dich da und der hört deine Gebete. Und irgendwann mal im Erwachsenenalter sagen sie, das ist doch ein einzig großer Schwindel. Sag mal, wer glaubt denn sowas? Ich habe mit 5 aufgehört, an den Nikolaus zu glauben und ich wundere mich, dass ich sogar das bis 17 ausgehalten habe, daran zu glauben, an einen christlichen Gott, der Gebete hört oder so. Das wurde erforscht sogar und da gibt es ein schmerzhaftes, ehrliches Buch. Kann ich euch nur empfehlen, von Tobias Feix. Die haben das erforscht, warum passiert das, dass junge Erwachsene ihren Glauben verlieren, auch in immer größerer Zahl ihren Glauben verlieren. Was steckt da dahinter? Und er sieht da letztlich vier Leitmotive, die immer ganz individuell aussehen, aber man kann die kategorisieren in 4 Leitmotive. Die einen sagen, hey, das ist nicht mehr meins, ich habe ein ganz anderes Leben, das passt nicht zu meiner Identität. Andere sagen, das passt nicht mehr zu meinem Denken und das passt nicht zu dem, was ich gelernt habe in der Schule, an der Uni. Das ist einfach wieder vernünftig, was ihr hier, und das kriege ich nicht zusammen. Was man hier bei euch glauben soll, das passt nicht in meinen Verstand rein, da distanziere ich mich von. Noch andere sagen, und das finde ich eher schmerzhafter noch, dass die einen sagen, ey, ich möchte eigentlich gar nichts mehr mit der Gruppe zu tun haben, die das für sich beanspruchen, Christen zu sein. Ich bin zu sehr enttäuscht worden von denen und ich bin irritiert von ihrem Verhalten. Ich bin irritiert von ihren moralischen Ansprüchen, die sie an mich stellen und die ich nicht leben kann. Und ich meine, sie selber können sie auch nicht leben. Und ich finde das irgendwie heuchlerisch, verletzend, auch ausgrenzend und ich möchte mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Ein Leiden an der Kirche, an Gemeinden, an Christen ist ein ganz großer Faktor, warum Menschen ihren Glauben verlieren. Und das tut weh, das zu lesen und ehrlich reinzugucken. Und ich glaube, da stecken ganz viele Anfragen, auch ehrliche, gute Anfragen an uns, auch als Gemeinden dahinter. Warum ist das so?
was geben wir für ein Bild ab und wie reden wir mit Menschen und wo setzen wir eine Latte höher, die wir selber gar nicht überspringen können und überspringen wollen an anderer Stelle. Und dann gibt es noch eine vierte Kategorie und das ist mindestens genauso schmerzhaft für mich zu hören, die leiden an Gott. Die leiden daran, dass sie ihn entweder gar nicht erfahren. Ihr redet von Erfahrung, dass da ein Friede ist und ich spüre da gar nichts davon. Oder die leiden an gemachten Erfahrungen, die einfach nur schmerzhaft und leidvoll waren. Und wo warst du jetzt da, Gott? Wenn du ein liebender Gott bist, warum reagierst du nicht? Warum greifst du nicht ein? Und ich möchte eigentlich damit auch nichts mehr zu tun haben. Also, dass ein Gottesbild ins Wanken kommt. Enttäuscht von Gott, tief enttäuscht von Gott. Wenn ich solche Geschichten höre und lese, auch in diesem Buch, aber von dieser vierten Kategorie zumindest, habe ich schon viele, viele Geschichten auch persönlich gehört, dann schmerzt das mich total. Und ich kann das total mitempfinden, dass es Menschen so geht, dass sie sagen, ich möchte mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben, wenn er hier nicht eingreift, wo mein Kind so sehr leidet, wenn er mein Kind nicht gesund macht, wenn er meine Depression nicht heilt, dann hat er mir auch nichts mehr zu geben. Ich hab darum geflehen und es ist nichts passiert. Ich kann das total nachvollziehen und ich leide auch unter manch billigen, schnellen Antworten, die wir Christen so auf den Lippen haben, dass alles doch Sinn ergibt und dass alles doch irgendwie einen guten Plan hat und diese schnellen Antworten, die dann die Wunde noch vergrößern. Und weswegen dann auch noch mehr junge Leute vielleicht sagen, oder auch Erwachsene, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Das tut nur noch mehr weh. Wenn ich diese Geschichten höre, dann habe ich keine Antworten. Und dann frage ich auch Gott, wo bist du da? Warum greifst du nicht ein? Und ich bin Teil von dieser Enttäuschung von Gott. Über Gott. Und ich frage mich dann manchmal so, warum bleibst du noch dabei? Warum hast du noch nicht den Glauben an den Haken gehängt und so? Warum machst du noch weiter, obwohl du selber keine Antworten auf diese Fragen hast? Diese brennenden, existenziellen, schmerzhaften Fragen. Du hast da nichts zu geben. Und warum? Das ist doch schizophren. Warum bleibst du selber dabei? Für mich hängt mein Dabeibleiben ganz stark auch mit Weihnachten zusammen. Hängt das zusammen? Das hat ganz stark damit zu tun. Ich möchte einen Teil der Weihnachtsgeschichte lesen, wie sie im Johannesevangelium beschrieben ist. Johannes legt Wert darauf, dass er sagt, ey, ich möchte euch keine Story erzählen von einem Hirten und von irgendwelchen Weisen aus dem Morgenland oder so. Ich möchte aus seiner Perspektive die eigentliche Story erzählen. So, was geht hier eigentlich vor? Was passiert hier? Was ist die Story hinter der Story? Ich möchte damit hineinnehmen. Das ist Weihnachten für ihn, wenn er das folgendermaßen beschreibt. Ich möchte da einen Ausschnitt davon lesen. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er ist das Wort und gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Durch dieses Wort wurde alles geschaffen und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und dieses Leben bedeutet das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit. Und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Er, das Wort, war schon immer in dieser Welt. Diese Welt ist ja durch ihn entstanden. Aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung. Aber die Menschen, die er geschaffen hatte, nahmen ihn nicht auf. Aber wer sich ihm öffnete, denen verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die glauben, dass er im Auftrag Gottes handelte. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre natürliche Geburt, auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkt. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt mit
aller Gnade, die von Gott kommt. Durch Mose hat Gott uns das Gesetz gegeben, aber in Jesus Christus ist uns Gott selbst begegnet mit seiner ganzen Gnade und Wahrheit. Johannes nimmt uns hier rein in die Weihnachtsgeschichte, wie er sie versteht. Die eigentliche Story hinter der Story, dass er sagt, da ist so viel Finsternis, da ist so viel Dunkelheit und da ist so viel Schmerz. Diese Welt ist ein Ort von Finsternis und Friedlosigkeit. So viel Enttäuschung, so viel Scheitern aneinander, auch Christen, die aneinander scheitern. Er sagt, das ist nicht überraschend, das ist der Zustand dieser Welt, dass wir mit Brüchen, mit Scheitern leben, dass wir enttäuscht sind. Dass unsere Erfahrung nicht dem entspricht, was wir uns eigentlich wünschen. Das ist normal, sagt Johannes. Das ist die Finsternis dieser Welt. Das ist ganz normal, dass du das so erlebst. Überrascht ihn nicht. Denn diese Welt ist ein Ort von Finsternis. Und auf der anderen Seite, und das ist so dieser Gegensatz mit dieser Text, so extrem spielt, so auf der anderen Seite das pure Licht, der pure Glanz, schon. Und Jesus wird so beschrieben, als das pure Licht, schon immer gewesen, präexistent, schon immer da gewesen, vor der Krippe, vor dem Stall, schon immer da gewesen. Er hat ja geschaffen, er ist der Schöpfer, er ist der Erlöser, er ist der Erhalter, er ist das Ziel, er ist der Herrscher der Zeiten, er ist der Herrscher in Ewigkeit, der König der Könige. So wird er hier beschrieben, als der überragende Herr über alles. Er ist das pure Licht, keiner kann ihm widerstehen. Und das trifft jetzt hier in diesem Text aufeinander. Pures, wunderschön, heiliges Licht und Finsternis und Einsamkeit. Und es wird beschrieben mit diesem, kam ja tausendmal und vielleicht könnte ich denken, ja, was ist es kompliziert mit diesem Wort und Wort und Wort und Wort und Wort. Ständig mit diesem Wort, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Was ist das? Das steht im Hebräischen Logos. Und mehr als wir konnten die damaligen Zeitgenossen damit sehr viel anfangen. Vor allem war das ein philosophisch geprägter Begriff und ein theologisch geprägter Begriff. Logos, das ist die göttliche Kraft, die Gott reinhält, schützt vor allem Chaos, vor aller Dunkelheit, von allem, was die Heiligkeit Gottes irgendwie zerstören könnte. Das ist die göttliche Kraft der Logos für die Philosophen damals, ein ganz, ganz klarer Begriff für uns, ein bisschen schwierig zu hören, aber damals ganz selbstverständlich, der Logos, das ist die Kraft Gottes, die die Gottheit selber schützt und reinhält und bewahrt. Und deswegen treffen hier diese Gegensätze aufeinander. Hier der Logos, das pure Licht, und hier die Finsternis. Und wo das aufeinander prallt, dann kann man das verstehen, oder? Wo meine Mittelmäßigkeit auf große Worte trifft. Meine Erfahrungen des Scheiterns und der Unzulänglichkeit auf Heiligkeit und Perfektion trifft. Und wo das aufeinander trifft, dann möchte ich mich davor schützen und dann trenne ich mich und dann passt das nicht zu meiner Erfahrung und dann passt das nicht zu dem, zu meinen Gewohnheiten und zu meiner Identität und dann eher weg. Das ist die Erfahrung, die auch viele machen. Das passt ja nicht mehr von meinem Verstand, von meinem Herzen, von meiner Erfahrung. Das passt nicht mehr zu meinem Leben. Da treffen zu sehr Gegensätze aufeinander, die ich nicht vereinigt kriege. Und dann kommt in diesem Text dieser komplette Skandal für damals. Schade, dass wir das heute nicht mehr so hören. Schade, dass wir das heute nicht mehr so begreifen, wie es die damaligen Zuhörer sofort als was Widerspenstiges gehört haben, weil es nicht zu dem passt, wie sie den Logos verstanden haben. Nämlich, dass der Logos, das Wort, der die Reinheit Gottes schützt, der Perfektion selber ist und personifiziert, dass der Mensch wird und reinkommt ins Chaos, reinkommt in die Dunkelheit, reinkommt in das, was nicht okay ist. Das ist ein philosophischer Skandal damals gewesen. Das geht überhaupt gar nicht. Das darf sich nicht miteinander verbinden. Das ist doch gerade die Aufgabe des Logos, die Reinheit und Schönheit Gottes zu schützen. Und jetzt kommt er hier rein in die Dunkelheit.
und ins Chaos und ins Scheitern. Johannes denkt, was passiert hier? Er kommt einerseits in Schwärmen. Es ist alles anders als gedacht. Alles ist anders, als er erwartet hat. Er hat erwartet, dass Messias kommt. Er hat erwartet, dass ein Befreier kommt. Natürlich, seine Sehnsucht war auf den Messias hinausgerichtet und er hat gewartet, dass jemand kommt, der uns befreit in diesem Leben von der Last der Römer, von der Gefangenschaft, uns wiederherstellt als Volk Israel, ein stolzes, ein mächtiges Volk, das an Einfluss gewinnt und wieder aufrecht gehen kann. Das war die Erwartung von Johannes an den Messias, der kommt. Und diese Erwartung wurde überhaupt nicht erfüllt. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Johannes auf diese Enttäuschung, die er sicher hatte, weil er alles anders erwartet hat. Und in dieser Enttäuschung öffnet er sich für das Neue, für das Andersartige, was nicht seiner Erwartung entspricht, was nicht seiner Hoffnung entspricht. Und er öffnet sich dafür und sagt, das ist anders, aber groß, größer, als ich es gedacht habe. Das ist so viel größer, als ich gedacht habe. Wir haben ihn gesehen, sagt er. Wir haben ihn gesehen. Er, der Geld selber Gottes, wir sahen ihn und wir sahen nichts als Herrlichkeit und vor allem Gnade. Gnade um Gnade. Aus seiner Fülle heißt es ja wörtlich, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade und Gnade und Gnade und Gnade und Gnade. Also pure Zugewandtheit und Güte und Freundlichkeit und den Willen, dich in deiner Dunkelheit zu beschenken. Der Johannes sagt, das haben wir nicht erwartet so. Das kommen wir aus dem Staunen nicht mehr raus. Dass er kommt und reinkommt, mitten in unsere Dunkelheit und nicht weggeht. Wir haben Gnade und Gnade und Gnade entdeckt. Warum? Weil er sagt, die ihn aufnahmen, die sich dafür geöffnet haben, haben für die Andersartigkeit des Kommens Jesu in ihrem Leben plötzlich eine Sensibilität und die nehmen wahr, ich bin nicht mehr allein. Ich lebe mitten noch in Finsternis und in Chaos und in Scheitern. Meine Erfahrung ist gegen das, was ich eigentlich hoffe, aber ich bin nicht mehr allein. Und Johannes sagt, da komme ich aus dem Staunen nicht mehr raus. Herrlichkeit, pure Herrlichkeit und gleichzeitig pure Zugewandtheit und Gnade und liebevolles Dasein. Ich habe vorher gefragt, ja bei der Segnung so, wann wurdet ihr zuletzt umarmt? Ich unterstreiche es nochmal, hey, mach das mal heute. So richtig lang mal einfach so umarmen, ohne dass was folgen muss und ohne irgendwie sonst, einfach nur umarmen. Richtig lang. Es hat Kraft. Es verändert. Weihnachten ist für mich genau das letztlich. Dass Jesus mit dem Willen kommt, uns zu umarmen. Mitten in unserem Scheitern, mitten in unserer Dunkelheit, mitten in unserer Enttäuschung auch ihm gegenüber, dass er uns einfach umarmt, manchmal ohne viele Worte, ohne große Erklärung. Natürlich wünsche ich mir Erklärung, warum muss das so sein? Warum ist diese Krankheit noch nicht behoben? Warum gehen wir so miteinander um? Warum ist das so? Und ich leide daran und ich scheitere daran und er kommt und umarmt mich in meinem Schmerz. Heiligkeit umarmt meine Mittelmäßigkeit. Seine Perfektion und sein Licht umarmt meine Dunkelheit und mein Scheitern. Seine Liebe umarmt mein Egoismus. Seine Gemeinschaft, herzliche Gemeinschaft und aufeinander bezogen sein, umarmt meine Einsamkeit. Und so kommt er, um mich gesund zu umarmen. Das sind die Fragen nicht geklärt. Das sind immer noch brennende Enttäuschungen. Aber er hält mich fest und umarmt und umarmt und umarmt, bis ich gesund werde. Deswegen, das ist Weihnachten. Das Licht kommt in die Finsternis, umarmt die Finsternis. Und bringt Licht rein.
darüber staunt Johannes. Ich habe es anders erwartet. Ich habe den großen Befreier erwartet. Und ich bin da vielleicht auch enttäuscht. Keine Ahnung, ob er enttäuscht darüber ist. Und gleichzeitig ist er hin und weg und sagt, das ist das Größere, das ist das Bessere. Ich habe Herrlichkeit gesehen und Gnade und Gnade und Gnade. Ich bin umarmt worden von dem puren Licht. Warum bleibe ich dabei, wo ich so viel selber Enttäuschung verursacht habe in anderen Menschen, wo ich das von anderen höre, wie sie enttäuscht wurden von Gott und von anderen Christen? Warum bleibe ich trotzdem dabei? Warum glaube ich da immer noch dran, wo man sagen kann, hey, das ist doch Kinderfasching? Warum glaube ich daran, dass Gott auf Gebet reagiert? Dass Gott eingreift? Dass Gott ein Interesse an mir hat? Warum glaube ich daran? Ich glaube daran, weil die Alternative die weit schlechtere wäre. Was wäre das, wenn ich mitten im Schmerz und in der Enttäuschung, die ist ja so oder so da, jetzt auch noch allein wäre, ohne Gott. Pascal hat es ja mal so in der Wette formuliert, dass er sagte, mit einem atheistischen Freund hat er gesagt, naja, wenn du glaubst nicht an Gott und ich glaube an Gott, ich weiß jetzt, wer recht hat, aber wenn du recht hast, habe ich nichts verloren. Denn ich habe hier und heute vielleicht für dich die eingebildete Erfahrung, dass Gott da ist. Wenn ich recht habe und du hast Unrecht, dass es nämlich Gott nicht gibt, dann habe ich hier ein besseres Leben und du nach diesem Leben ein Problem. Also lass dich doch mal drauf ein. Also ich glaube, dass es die schlechtere Alternative wäre, jetzt inmitten von Leid auch noch zu sagen, und jetzt will ich mit dem auch nichts mehr zu tun haben. Ich glaube aber nicht nur deswegen daran, sondern ich glaube daran, weil er sich aufgemacht hat, an Weihnachten in diese Finsternis zu kommen. Und da gibt es eben keine falschen Versprechungen. Da geht es gar nicht darum, dass die Bibel sagt, und jetzt wird dein Leben aufgeräumt und alle Probleme aus dem Weg geräumt und du gehst mit finanzieller Sicherheit und mit Gesundheit und aufrecht und ständig glücklich durchs Leben. Ich halte daran fest, weil diese Versprechungen nicht gegeben sind. Stattdessen ist ein anderes Versprechen gegeben. Das sagt, ich komm rein in deine Dunkelheit. Und ich verlasse dich nicht. Und ich gehe mit dir da durch. Wie diese Shiva, kennt ihr das? Wie die Juden miteinander trauern, wenn jemand stirbt. Dann setzen sie sich auf den Boden mit und schweigen einfach. Und sind einfach da und schweigen. Shiva. Gott ist der, der sich mit mir auf den Boden setzt und mit mir schweigt. Und da ist, er kommt mitten hinein in die Finsternis, um so sein Licht hineinzubringen. Wie ist das jetzt mit dem Stiefel? Ich werde nächstes Jahr sicher keinen Stiefel raufstellen vor die Tür. Aber was ich machen will, ist, ich will im übertragenen Sinn meinen Stiefel täglich immer neu vor die Tür stellen und sagen, Jesus, du bist der gekommen ist an Weihnachten. Und jetzt bitte ich dich, dass du das reingibst, was ich brauche. Ich möchte mich beschenken lassen von dir. Wenn ich den Stiefel nicht rausstelle, dann kann ich ja mich auch nicht erwarten, dass da was drin ist. Ich möchte mich so hier hinhalten und sagen, jetzt komm du rein. Was passiert dann? Ich kann mir drei unterschiedliche Reaktionen vorstellen. Ich komme am nächsten Morgen an die Türe und nehme den Stiefel und dann ist da nichts drin. Und Gott hat offensichtlich nicht reagiert in dem Sinn, wie ich es gedacht habe. Ich könnte mich dann zurückziehen und sagen, jetzt will ich damit nichts mehr zu tun haben. Jetzt habe ich drei Tage nacheinander nichts drin und damit ziehe ich mich raus. Aber was habe ich dann gewonnen? Was habe ich gewonnen? Ich habe meine Hoffnung verloren. Die andere Möglichkeit ist, ich stelle meinen Schuh raus und nach drei Tagen, wo nichts drin ist, kommt vielleicht genau das, was ich mir erwünscht habe. Und Gott greift wunderbar ein und reagiert genauso, wie ich es mir erhofft habe. Die Krankheit wird geheilt. Ein Konflikt wird gelöst. Finanziell geht es mir wieder besser. Er reagiert genauso und ich sehe seine Güte und Freundlichkeit darin. Und oft genug haben wir uns gegenseitig Geschichten davon erzählt, dass das real ist und dass das geschieht.
Werde ich deswegen ihm weiter nachfolgen? Nein, denn es gibt auch wieder andere Tage, wo der Schuh leer bleibt. Die dritte Option ist, dass da was drin ist, was sich nicht zu dem passt, was ich eigentlich mir erbetet habe. Und erstmal bin ich irritiert und gesagt, hey Gott, sag mal, geht's noch gut? Soll das ein Witz sein? Das ist jetzt da drin. Ich hab darum gebetet und jetzt ist was ganz anderes drin. Was soll das? Willst du mit mir ein Spielchen spielen oder was? Ich habe um Heilung gebetet und jetzt ist da was anderes drin. Und wenn ich mich darauf einlasse, wie viele ihn aufnahmen, wie viele ihren Stiefel rausstellen, wenn sie sich darauf einlassen, sehen sie genau darin, in der Andersartigkeit der Güte und Zuwendung Gottes, sehen sie darin das große Geschenk ihres Lebens. Ich möchte nicht aufhören, meinen Schuh rauszustellen. Denn nur dann erlebe ich, wie Gott eingreift und wirkt. Johannes sagt, der kam anders wie gedacht, auf jeden Fall. Aber er kam voller Herrlichkeit und voller Gnade. Und ich bin nie mehr allein. Ich wünsche das für Weihnachten dieses Jahr. Ich wünsche mir das für mich, dass wir nicht aufhören, unsere Hände rauszugeben, unsere Schuhe rauszustellen und zu sagen, jetzt, wir brauchen dich, beschenk du uns. Dafür möchte ich beten. Jesus, das ist so oft so, dass ich dich nicht verstehe. So oft so, dass es schwierig ist, dran zu bleiben, wenn wir Erfahrungen hören oder selber erleben, die so gegen das stehen, was wir von dir erwarten und was wir hoffen. Wo du nicht eingreifst, wo du nicht reagierst oder wo du entgegen dem reagierst, was wir eigentlich hoffen. Und wir sagen dir auch, dass das uns enttäuscht. Und gleichzeitig hören wir nicht auf, unseren Schuh rauszustellen. Gleichzeitig hören wir nicht auf, wieder neu unser Vertrauen dir zu geben und zu sagen, jetzt bitte komm und wirke und rede und handle und zeig deine Herrlichkeit, zeig deine Gnade, zeig deine Zuwendung. Ich brauche deine Umarmung, ich brauche das, dass du mich gesund liebst. Und danke, dass du genau deswegen gekommen bist an Weihnachten. Nichts anderes, als uns nicht alleine zu lassen, nie mehr allein zu lassen. Und in allem Schmerz und allem Gebrochenheit, wo wir drinstecken, du lässt uns nicht allein. Und das ist Weihnachten und dafür danke ich dir von Herzen und ich bete sehr darum, dass sich dafür viele öffnen, dass viele erstmalig oder dranbleiben, ihren Schuh rauszustellen und zu erleben, du bist da, mitten drin, in der Dunkelheit, kommst du mit deinem Licht. Ich bete, dass das hier im Raum jeder tut und nicht aufhört zu tun, immer wieder neu zu sagen und jetzt komm du bitte. Ich erwarte dich, ich erwarte dein Handeln, ich erwarte deinen Trost und dein Licht und deine Zuwendung in meiner Finsternis. Ich bete für jeden Einzelnen hier, dass wir damit nicht aufhören. Und für jeden Einzelnen, der das sieht, auch im Internet oder der das deutschlandweit heute hört, in diese Richtung eine Botschaft, dass wir nicht aufhören zu erwarten, dass du mit deinem Licht reinkommst. Du hast es bewiesen, das ist eine geschichtliche Tatsache und du wirst es tun in unserem Leben. Vielen Dank. Amen.